Guten Morgen, liebe Freunde. Hier nun endlich die versprochenen Informationen von Joshua. Ich habe diese Nachrichten vor circa 5 Tagen erhalten, habe sie verarbeiten müssen, ganz klar. Und dann prüfe ich immer alles mehrfach, ehe ich es dann ins Netz setze als Information. Es ist so vieles passiert in den letzten Monaten, oder viel besser gesagt, seit meinem letzten Video, den ich veröffentlicht habe. Und diese Gegebenheiten wollen wir jetzt ein bisschen Revue passieren lassen in den nächsten 30, 35 Minuten. Wenn das auch vielleicht ein bisschen länger dauert, nimmt es mir nicht übel, denn diese Informationen sind wichtig. Vor einiger Zeit gebaute ich den Slogan "Die Stimme der Liebe", "Here's the voice of love", höre auf die Stimme der Liebe. Das war auch von Joshua so angeregt und er bat mich, das heute bei diesem Video wieder zu erwähnen, dass er immer noch die Stimme der Liebe ist und dass er immer noch bei uns ist, mehr seit je zuvor. Was heißt das jetzt im Klartext? Nun, diejenigen, die mich persönlich kennen, die unsere Seite kennen, die unsere Messungen kennen seit Jahren, die wissen, dass, wovon ich rede, und die wissen auch, von was ich rede, wie das sich gestaltet mit diesen Schwingungen. Klar, wenn ihr diese Werte verfolgt, die werden jeden Tag mehr, mehr, mehr. Und es ist ein herrliches Gefühl, zu sehen, wie man sich entwickeln kann mit dieser Schwingung, zu fühlen, was sich in unseren Körpern verändert, zu fühlen, im Außen zu sehen, wie sich die gesamte Menschheit verändert, wie vieles passiert im Außen. Und da bekomme ich selbstverständlich sehr viele Schreiben. Viele Menschen sind besorgt und denken, ich müsste alles wissen. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nur das, was ich bei mir selbst fühle und vor allem das, was Joshua mir mitteilt. Vielleicht sind viele andere besser geeignet, als sogenannte Propheten tätig zu sein, wie ich. Ich will auch gar kein Prophet sein. Nur ich teile euch gerne, sehr gerne, das mit, was Joshua mir selbstverständlich mitteilt, um zu teilen, damit alle daran teilhaben können. Und im Moment ist es so, dass ein Thema an mich herangetragen wird, Flüchtlinge. Was passiert mit den Flüchtlingen? Was kommt da auf uns zu? Wie sieht die geistige Welt die Flüchtlingspolitik und so weiter? Klar, ich habe auch schon mal meine Gedanken darüber gemacht und mit Joshua geredet oder ihn gefragt, wie mehr, dass er mit mir vielleicht redet und mir das mitteilt. Und das hat er auch getan, keine Sorge. Er lässt uns nie im Unklaren. Nur, wenn ich dann die Reaktionen der Menschen sehe, diese Angstgefühle, die sich aufbauen, hat mir einer geschrieben, ja, wann wird denn endlich dem ganzen Chaos ein Ende bereitet?
Ich kann dir nur antworten, wenn die Zeit da ist. Wenn diese ganz bestimmte Zeit erreicht ist, erfüllt ist, dann heißt es wiederum ja. Wann ist die Zeit denn da? Das bestimmt jeder Einzelne von uns mit. Wir sind Schöpfer. Vergesst das bitte nie. Hörst du auf die Stimme der Liebe? Hear the voice of love. Und diese Liebe, die redet ganz klare, deutliche Worte. Nur wir verschließen ganz gerne unsere Ohren vor der Wahrheit. Wollen meistens nur das hören, was uns so gerade in den Kram passt. Und was uns im Alltag nicht unbedingt belastet. Dinge, die uns belasten, wollen wir meistens weit wegschieben, obwohl diese Dinge, die uns belasten, an sich nur ein Spiegel sind von den Dingen, die wir vielleicht noch verändern sollten oder anders machen sollten. Flüchtlingspolitik ist ein gutes Thema. Es ist im Moment in jeder Munde und es wird so viel darüber philosophiert, geurteilt, gerichtet. Und Joshua sagt dazu mit einem ganz liebevollen Lächeln: Es ist genau das, was ihr, geliebte Kinder, jetzt braucht. Wir brauchen die Flüchtlinge. Aber ja, sagt er zu mir. Wir brauchen sie. Ihr braucht sie mehr denn je. Dann habe ich nur noch gestaunt, bis ich mal den Hintergrund erfahren habe, was Joshua hier so liebevoll gemeint hat. Ich will da ein bisschen zurückgreifen. Wir haben hier vor circa 5 Tagen so viel für mich sogar Neues mitgeteilt, obwohl ich ja sehr bibelgewandt bin und sehr viele Bibelkenntnisse habe vom Wort Gottes, obwohl viele das Wort Gottes abtun als Schwachsinn und als verfälschen und so weiter. Das Ursprungswort Gottes ist immer noch real und sehr wichtige Menschen in unserer eurer Welt haben ganz oft Bezug genommen. Menschen wie Isaac Newton zum Beispiel, der hat sich auf Daniel berufen, das Buch Daniel von Prophezeiungen, da kann man sehr viel daraus lernen, über Zeitrechnungen, biblische Zeitrechnungen, die sehr wichtig sind. Denn all diese Dinge, die sind kein Blödsinn, sondern die führen uns in diese Endzeit. Präzise gesagt sogar in dieses Jahr, in diesem Monat. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt das große Event jetzt diesen Monat sein sollte oder dass ich das brauche. Im Gegenteil. Ich sage immer nur dazu, das kommt, wenn wir dazu bestimmt bereit sind, das zu empfangen. So. Jetzt habe ich wieder ein Wort gesagt, das Event. Ja, da warten wir schon alle sehr lange darauf. Und eben wegen diesem Event sollte ich ein bisschen die Hintergründe erklären, was hier abgeht. Bitte bedenkt, es war schon mal ähnliche Zeiten, wie sie heute sind. Zur Zeit von Noah. Ja, ich weiß, da man kann hören, da kam die große Sintflut. Sollen wir jetzt eine Arche bauen? Heißt es dann wieder sofort. Brauchen wir alles gar nicht. Jeder von uns hat diese Arche in sich selbst im Herzen. Und er kann sie besteigen oder nicht besteigen. Das ist seine freie Entscheidung. Darum hat Gott uns ja den freien Willen gegeben. Also, was
will ich denn hier erzählen? Von was will ich reden? Nach der Sintflut, da waren die Menschen ganz schnell wieder oben auf. Die wollten schon ganz schnell wieder höher sein als Gott. Was haben sie gemacht? Sie haben einen Turmbau zu Babel kreiert. So wie heute, verrückt, wenn man mal sieht. Jede Nation will den höchsten Turm bauen, den höchsten Wolkenkratzer, nur um zu zeigen, wie groß sie sind. Aber behalten wir diese Parallele im Sinn, bitte, dass wir alle oder die Menschheit insgesamt so groß sein wie Gott, absolut göttlich. Das sind alles Dinge, die ihre Gründe haben. Ich werde euch nicht im Mund lernen lassen. Wir kommen drauf, gleich darauf zu reden. Vor der Sintflut, für die, die nicht informiert sind, können sich vielleicht ein bisschen informieren. Da war unser wunderschöner Planet Erde, war umgeben von einem Wasserring um die Erde. War sonst praktisch ein Gewächshaus, Klima bescherte, ohne die vier Jahreszeiten, die wir jetzt kennen. Diese Extremitäten. Nein, es war ein Gewächshaus, Klima, dadurch, weil ein Wasserring um unseren wunderschönen Planeten Erde rundherum war. Und diese Dinge, die ich euch jetzt mitteile, das sind diese Dinge, die für mich auch in meiner Erkenntnis und Bibelkenntnis und was die Zukunft anbetrifft, neu sind. Und ich freue mich, sie euch mitteilen zu dürfen. Dieser Wasserring damals kam dann oder wurde zerstört oder gelangte dann auf die Erde, dadurch, dass die Magnetfelder in dieser Form entstanden sind, wie sie heute sind. Das hat bewirkt, dass die Wasser über den Himmel auf die Erde geflossen sind, so wie die Bibel das sagt. Und das hat diese immense Sintflut mit sich gebracht, die das ganze damalige Menschenleben gesäubert hat, sagen wir mal so. Selbstverständlich war durch diese Magnetfelder, die da in dieser Form entstanden sind, ich bin kein Physiker, bin auch kein Geophysiker, ich sage nur diese Dinge, die Joshua mir eingegeben hat. Und ich kann das auch nicht beurteilen, ob das jetzt geophysisch stimmt oder nicht. Ist auch nicht mein Ding und brauche ich auch gar nicht. Bei mir ist die Wahrheit im Herzen von dem, was ich gesagt bekomme und ich gebe es auch so weiter. So, also durch diese Magnetfeldbearbeitung der Erde von dem Planeten ist die ursprüngliche Gegebenheit der des Planeten selbst, der Kontinentalplatten, die waren ja ursprünglich praktisch eine große Platte mit Wasser rundherum. Und dadurch, dass diese Magnetfelder gearbeitet haben, ist alles verteilt worden zu der Richtung, wie wir es heute eben vorfinden, dass die verschiedenen tektonischen Platten eben so angeordnet sind, mit Wasser und so weiter und alles so verteilt ist, wie wir es heute kennen. Was hat das jetzt mit unserer jetzigen Zeit zu tun? Ganz einfach, weil wir in einer Zeit der Resonanz des Universums der Liebe leben. Und diese Resonanz, liebe Freunde, das heißt, was wir wiederholt immer wieder erfahren werden,
Das findet jetzt gerade in dieser Zeit statt. Was hat das mit Flüchtlingen zu tun? Da kommen wir gleich drauf. Die spielen auch eine wichtige Rolle in diesem ganzen Gehabe. Also wollen wir nochmal zusammenfassen. Damals haben die Magnetfelder der Erde eine Veränderung bewirkt. Einmal im Bereich um die Erde, das Wasser, dieser Himmel oder dieses Wasser, was um die Erde rum war, ist auf die Erde gekommen. Und die Erde hat sich bewegt. Klar, wenn die Erde sich bewegt, dann bewegt sie sich nicht still und leise, sondern es sind gewaltige Erdbeben vonnöten, um Kontinentalplatten zu verschieben. Das heißt, unsere Erde hat mal so richtig von einem kleinen Planeten sich entwickelt zu einem herrlich großen Planeten, wie er heute ist. Das hat richtig aufgeatmet. Durch dieses Aufatmen sind diese Platten alle verschoben und es hat sich vieles bewegt. Einige sind versunken, andere sind aufgetaucht und neues Land ist entstanden. Und da können wir auch nochmal darüber diskutieren, über Kontinente, die versunken sind, wie der Moria oder Atlantis, und andere, die wieder entstanden sind, neue. Gute Frage, was das jetzt mit all den Flüchtlingen zu tun hat. An sich ist die göttliche Wahrheit ganz einfach zu verstehen. Alles, was damals war, erfolgt jetzt wieder. Nur in umgekehrter Reihenfolge, damit die Resonanz stimmt. Das heißt, diese Magnetfelder, die werden wieder, wie sie aufgetaucht sind, werden sie sich wieder auflösen. Aber nicht einfach so, das wird große Veränderungen bewirken. Einmal wird es bewirken, so wie Joshua sagt, dass dieser Wasser der Erde, die vorher ja am Himmel waren, wieder an ihren Ursprungsplatz zurückgehen werden. Das wird seine Zeit brauchen, das wird wahrscheinlich nicht in einem Nu sein. Und dass dadurch selbstverständlich die Erde sich wieder verändern wird und richtig ein- und ausatmen kann, sodass sich alles wieder verschiebt, bis es an seinem Ursprungsplatz ist. Das ist nicht bewiesen, das kann man auch nicht behaupten, klar. Ich will auch gar nichts behaupten. Ich sage nur, was Joshua mir aufgetragen hat, euch mitzuteilen. Interessant ist in dem Zusammenhang, was Gott gemacht hat, damals nach der Sintflut. Da hatten die Menschen noch nicht viel dazugelernt. Sie wollten immer noch nach einiger Zeit größer sein als Gott. Und sie haben einen riesen Turm errichtet. Der Turm war zu Babel. Wie hat Gott reagiert? Das war also auch wiederum relativ einfach zu erklären. Er hat die Stimmen verwirrt. Er hat Kulturen erschaffen. Dadurch, dass die Stimmen verwirrt waren, haben sich alle Gleichgesinnten für sich versammeln an verschiedenen Orten. So ist die heutige Welt entstanden. Nicht mehr und nicht weniger. Was hat das jetzt mit den Flüchtlingen zu tun? Ja, ganz einfach. Obwohl, und das betone ich, obwohl die Initiatoren von dieser Flüchtlingspolitik vielleicht nicht direkt von Gott initiiert sind, das zu tun, so sind sie doch indirekt in dem Gehabe der göttlichen Ordnung tätig, damit das überhaupt passieren kann. Das hat wiederum ein anderes Thema, wo ich auf die Kabbalen hinweise, die ja
Wie Ratten in die Enge getrieben werden, das ist nämlich jetzt in diesem Moment ganz stark der Fall. Diese Kabalen alle wissen, ihre Zeit ist vorbei. Sie sind praktisch schon vernichtet. Nimm mal eine Ratte, die du fängst, treib sie in einem Zimmer in eine Ecke hinein. Wenn sie keinen Ausweg mehr hat, springst du dir voll ins Gesicht auf Angriff. Und das tun die Kabalen im Moment alle. Sie verteidigen sich durch Angriff auf alles, was sich bewegt, auf alles, was in irgendeiner Form Liebe zeigt. Denn wir sind die, die am meisten angegriffen werden. Wir sind ja die treuen, lieben Schafe, mit denen man alles tun kann. Wir waren unser Leben lang, waren wir solche Schafe. Aber auch die Liebe heißt nicht, dass man sie mit Dummheit vergleicht. Obwohl wir in Luxemburg sagen, Dummheit also steckt von der Gutheit oder umgekehrt, Gutheit also steckt von der Dummheit. Das heißt, die Gutheit ist ein Stück der Dummheit und umgekehrt auch, die Dummheit ist ein Stück der Gutheit. Also, bedenken wir eines, auch wenn wir gut sind im Herzen und Liebe entwickeln und zeigen und praktizieren, will das nicht unbedingt heißen, dass wir dumm sein sollen. Ich komme gleich darauf zurück, warum. Jetzt noch ein anderer wichtiger Punkt. Der Turmbau zu Babel. Da wurden alle Stimmen verwirrt, keiner konnte den anderen mehr verstehen. Und wie schon gesagt, die Menschen haben sich verteilt auf der ganzen Erde damals. Ja, und sind zu eigenständigen Völkern geworden, mit unterschiedlichen Religionsansichten, mit einer Entwicklung selbstverständlich über die Tausende von Jahren hinweg, wie es eben so geschehen sollte. Und jetzt, ja nun, jetzt wird initiiert, dass wir wieder ein geeintes Volk werden sollen. So wie von Gott vorgesehen. Vergessen wir das nicht. Wie sollen wir ein geeintes Volk werden, wenn ich hier wohne und der andere da drüben und ich backe hier meine kleinen Brötchen und der backt da unten seine Fladenbrot? Das heißt, die göttliche Ordnung fügt alles zusammen. Sehen wir das bitte so, wie das, was es ist. Klar können wir das interpretieren mit bösen Unterstellungen. Wir können es interpretieren, warum müssen wir hier Deutschen leiden und unser schönes, gutes Leben aufgeben? Ja, genau darum. Wenn es uns gut geht, wir Floribus leben, und wir brauchen nicht teilen. Wie wollen wir denn Liebe sein und praktizieren? Ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo jeder von euch sich seine Gedanken machen sollte. Das ist der erste Teil von diesem Wiederherstellungsverfahren der göttlichen Ordnung. Der andere Teil mit den Magnetfeldern ist voll im Gange. Wir entwickeln uns immer mehr zu einem wunderbaren Wesen mit DNA-Strukturen, wo wir früher nur geträumt haben davon, wenn wir es zulassen. Diese Veränderung steht jedem frei, mitzuerleben oder nicht. Diese Veränderung steht jedem frei anzunehmen oder nicht. Wir sind alles freie Wesen mit einem freien Willen. Wenn ich sage, ich bin Liebe und ich will Liebe praktizieren, dann praktiziere ich diese Liebe mit meinem Herzen.
Ich praktiziere diese Liebe, indem ich außen, im Außen, Liebe zeige. Aha. Wie kann ich die zeigen? Zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik. Wie bin ich dazu geneigt, diese Menschen zu empfangen? Bin ich dazu geneigt, mitzuhelfen, die Welt zu einer Welt der Liebe zu verändern? Oder sitze ich nur auf meinem eigenen Misthaufen wie ein gockelter Hahn und verteidige mein Revier, dass ja nur niemand mir Schaden zufügen kann? Wie stehe ich in dieser Situation da? Nun, Joshua hat uns einen Weg gezeigt. Wenn wir überall in deutsche Städte gucken, dann ist das deutsche Volk führend vorangegangen, Liebe zu praktizieren. Und das ganz im Gegensatz zu dem, was die anderen angenommen hatten, was passieren würde. Und das ist ein wahnsinnig schöner Erfolg der Liebe. Sehen wir es doch endlich mal so an, wie es ist. Sie haben alle gerechnet mit Polizeiaufgebot, mit hier und mit da, dass jetzt die große Katastrophe kommen würde. Die Bürger würden auf die Barrikaden gehen. Alles würde Aufstand schreien und würde ein regelrechter Bürgerkrieg sich entwickeln, damit was passiert. Ja, damit genau das, was sie vorhergesehen haben, passieren sollte, dass sie eingreifen könnten und alle platt machen, um wieder ein fügiges, stilles, demütiges Volk zu haben. Nein, die Menschheit ist über sich hinausgewachsen. Guck doch mal die Nachrichten in dem Stil an, wie sie sind. Da ist nur Liebe zu fühlen. Die Menschen wurden empfangen von tausenden Freiwilligen, die alle geteilt haben. Die einen mehr, die anderen weniger, so wie sie konnten. Und das ist wunderschön, dieses Gefühl der Liebe zu fühlen, jeden Tag aufs Neue. Machen wir weiter so, gehen wir weiter vor und geben wir diese Liebe. Aber nicht nur bei unseren lieben Flüchtlingen, die ankommen, was ja unser eigenes Volk ist, vergessen wir das nie. Egal, wo sie herkommen. Wir sind alle eins. Wir so gerne überall auf die New Age-Seite gepostet. We are all one. Ja, dann bitteschön, mach das auch. Rede nicht nur drüber, genügt nicht. Taten der Liebe folgen lassen. Und leider muss ich jetzt wieder auf ein Thema zurückkommen, was die wenigsten von mir mögen. Ich weiß es. Aber trotzdem, wenn ich sage, ich bin Liebe, ich habe Liebe, ich will Liebe geben, dann bedenkt bitte, jedes Geschöpf, was wir töten, geben wir keine Liebe. Und darum sollte man ganz besonders denken, wenn man das überlegt, was man seinem Körper zuführt. Diese Liebe praktizieren geht auch darum, dass ich nicht mehr töte. Töten ist das Allerschlimmste, was wir tun können, in allen Richtungen. Denk bitte daran. Ich freue mich, wenn ich diese Schwingung, die im Moment immer wieder hochsteigt, durchsteigt, die ist mittlerweile so riesig groß geworden, dass man sie praktisch nicht mehr in Zahlen in der Form ausdrücken kann. Ich bitte Joshua immer wieder, muss ich diese Werte noch messen? Soll ich weitermachen? Was soll ich tun? Sagt Joshua immer wieder aufs Neue. Ja, tu es denn. Viele Menschen können sich daran orientieren und erwachen aufgrund von diesen Messungen, weil sie sehen,
Es bewegt sich quasi Pause. Geht in euch hinein, geht in eure Liebe hinein. Begreift, was Liebe praktizieren bedeutet. Begreift, dass ihr was tun solltet. Und die tausende Beispiele, die wir im Moment schon haben, wollt ihr nur gucken, was passiert im Außen. Und glaub mir, es wird nicht mehr lange so weitergehen. Denn Joshua oder Jesus oder Gott oder wie auch immer wir für diese Energie sagen möchten, ist bei uns alle Tage. Und er begleitet uns und führt uns auf die richtigen Wege, sodass wir endlich in diese neue goldene Zeit hinüberleben können, wenn wir es denn so wollen. Sobald neue Erkenntnisse da sind, von Joshua werde ich euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Und bedanke mich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt, dass ihr euer Herz geöffnet habt. Und vor allem bedanke ich mich für eure übermäßige Liebe, die ihr im Außen zeigt, alle Menschen, die erwachen. Und ich danke euch dafür und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag in Liebe.